Hymnus oder Hymi, wie er bei uns im Stall liebevoll genannt wird, bringt eigentlich alle Attribute mit, die ich mir von einem guten Nachwuchsdressurpferd erhoffe. Neben seinen drei überdurchschnittlichen Grundgangarten bringt er vor allem einen unheimlichen Leistungswillen mit. Er will dem Reiter immer gefallen. Seine Versammlungsbereitschaft ist auch überdurchschnittlich. Und das ist Hymnus, der zweite Protagonist seiner Rasse im Stall von Kevin Thomas. Ganz aktuell hat er nun auch durch sein Kö-Urteil die züchterische Bühne des Trakehnerverbandes betreten. Dieser eindrucksvolle, sportlich ungemein modern und eindrucksvoll aufgemachte Sohn des Grimani, der ja selbst bis Bundeschampionatsebene hoch erfolgreich war, dieser Sohn des Gribaldi. Und er ist der einzige bis dato, der seinen eindrucksvollen Vater vertritt. Hymnus absolvierte in Adelheidsdorf einen wirklich guten 50-Tage-Test mit der Endnote von 7,94 und konnte in allen Kriterien überzeugen. Aufgrund seiner Gleichmäßigkeit, seiner stabilen Leistungsbereitschaft und auch seiner lockeren Art, sich zu bewegen. In allen drei Grundgangarten. Das charakterisiert ihn auch als ein Dressurausbildungspferd mit höheren Gaben.